Es ist Freitag, der 26. März 2021. Ich habe gestern ein Schreiben von der Bank bekommen und das hat mich beunruhigt. Allerdings muss ich sagen, wahrscheinlich ist es ein alter Hut. Also jeder weiß es, nur ich habe mich damit nie beschäftigt, weil es mich nicht betrifft. Aber ich hatte so einen Moment der Klarheit und habe mir gedacht, okay, das wird so viele andere betreffen. Und es ist das sicherlich vielen anderen klar. Nur wie gesagt, für mich war es eigentlich nie relevant und ist es auch nicht relevant, aber eigentlich ist es ein Skandal. Und zwar stand da einfach nochmal drin, die Sicherungsobergrenze für Einlagen bei der Bank ist 100.000 Euro. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, zusammenbricht, dann kriegt man 100.000 zurück und alles, was darüber hinausgeht, ist halt weg. Betrifft mich, wie gesagt, nicht. Also ich habe das nicht drauf und wenn ich nicht im Lotto gewinne, werde ich es nicht haben. Aber es gibt sicherlich viele Leute heutzutage, die ja durch Erbe, durch Verkauf von vielleicht von einem geerbten Haus, ja, das Geld auf dem Konto haben. Und das ist dann weg. Und da wir diese Woche erlebt haben, dass offenbar so eine Schuldenunion auf dem Weg ist, da wurde ja im Bundestag was beschlossen, was in die Richtung geht, ja, muss man damit rechnen, dass in der heutigen Lage mit den ganzen Pleiten, die ja auch Banken betreffen, am Ende Leute viel Geld verlieren. Ich bin auch nur deswegen ja so momentan da so oder das hat mich so berührt, wenn man so will, weil die Wohnung unter uns wurde verkauft von einer alten Dame, die jetzt im Pflegeheim ist. Und das ist hier in München, es ist natürlich ein teures Pflaster und es sind mehrere hunderttausend Euro, die hier die Wohnung gebracht hat. Wir haben auch mal kurz überlegt, können wir uns das leisten, aber das ist einfach utopisch für uns. Und wie gesagt, mehrere hunderttausend, die hat die jetzt auf dem Konto und sollte morgen, was nicht unwahrscheinlich ist, die Bank, die sie oder ihre Bank pleite gehen, ja, dann hat sie halt nur noch 100.000. Und das ist natürlich auch eine Art Enteignung. Und das hat mich irgendwie, ja, ich fand es eigentlich unglaublich. Und ich weiß natürlich, das ist wahrscheinlich schon seit Jahren so, diese Gesetzeslage. Und viele werden sagen, hat er geschlafen? Ja, ich habe wahrscheinlich geschlafen. Aber man hatte halt irgendwann mal diesen Moment der Klarheit. Und ja, ich finde es für die Leute, also da habe ich auch keinen Neid, wenn jemand Hunderttausende auf der Bank hat, für die Leute finde ich das schade. Und dass diese Menschen wahrscheinlich dennoch die Parteien wählen, die genau sowas unterstützen, ist natürlich zum Lachen.